Nancy Faeser und Lisa Paus wollen dir beibringen, was es bedeutet, ein echter Demokrat zu sein. Da scheuen sie auch nicht davor zurück, in einer Haushaltskrise mehrere hundert Millionen in die Hand zu nehmen, um das irgendwelchen NGOs hinterher zu schmeißen. Doch wenn man sich natürlich mit dem Thema mal genau befasst, dann kommt schon mal wieder die Frage, naja, wer wird denn eigentlich zum Beispiel so durch Projekte wie Demokratie Leben gefördert? Neueste Recherche legen auch ja, den Verdacht nahe, dass man es zumindest in die eine Richtung, sag ich mal, sehr klar abgrenzen will, aber nicht davor zurückscheut, mit der Antifa oder auch natürlich mit Islamisten hier in Kontakt zu treten, nur damit man ein bisschen mehr Demokratie ganz einfach nach vorne bringt. Bei diesem Demokratieverständnis und natürlich der dementsprechende Umgang mit den Steuergeldern deutscher Nettosteuerzahler muss man sich dann durchaus ganz einfach die Frage stellen, wäre nicht ein bisschen mehr Leitkultur besser als ein Demokratiefördergesetz oder wie man auch sagen kann, ein Terrorismusfinanzierungsgesetz oder im Grunde Antidemokratengesetz. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, ich sag's mal so, meine Kinnlade ist mittlerweile bloß noch hier auf diesem Tisch herunten. Warum? Weil, wenn man sich im Großen und Ganzen in die Haushaltsdebatten mal wirklich einarbeitet und schaut, für was dort Geld ausgegeben wird von den Angestellten des Souveräns, des Nettosteuerzahlers, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, ist da überhaupt irgendjemand mit ein bisschen Sachverstand vorhanden? Denn ganz klar ist zum Beispiel, dass es ja aktuell hier dieses Demokratiefördergesetz geben soll, das ja im Grunde unsere Musterdemokraten, hier Nancy Faeser und natürlich auch Lisa Paus nach vorne bringen wollen, die eine frauenfeindlich, die andere natürlich hier eine ja, durchaus fragwürdige Nähe zur Antifa. Man möchte jetzt hier natürlich, wie wir schon berichtet haben, Steuergelder politisch genehmen, NGOs hinterher, ja, nicht verteilen, muss man ganz ehrlich sagen, dass die Neue Zürcher Zeitung ein bisschen zurückhalten, sondern eher hinterher schmeißen. Denn die aktuelle Debatte ist ja auch, dass zum Beispiel die FDP jetzt zumindest schon wieder teilweise umgekippt ist, muss man ganz klar sagen, aber an der Stelle trotzdem zumindest wollte, in einem Antrag, der hier gestellt werden soll, um das zu fördern, soll sich natürlich hier das Kreuzchen gemacht werden. Ich stehe auf den Grundfesten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das ist im Grunde ein einfaches Kreuzchen und daran arbeiten sich gerade SPD und Grüne ab. Warum? Weil sie genau wissen, wenn natürlich sie ihre Freunde, und nichts anderes sind natürlich diese ganzen NGOs, im Grunde hier das Geld unter diesen Bedingungen natürlich bereitstellen, dann erfüllt das natürlich einen weiteren Straftatbestand. Weil zum Beispiel können es diverse linke Organisationen nicht mehr für die Organisation von irgendwelchen, sag ich mal, Festklebeaktionen oder zum Beispiel auch an der Stelle sonstige andere natürlich ja, Terrorakte, wie zum Beispiel in Hamburg und Ähnlichem, wo man ja, sag ich mal, jetzt einen massiven Antifa-Aufmarsch hatte. Das kann man im Grunde damit nicht mehr machen, denn schlichtweg deutsches Steuergeld muss natürlich dann zweckgebunden sein und die Antragsteller, die vielleicht auch wirklich teilweise an der Stelle in den höheren Positionen wirklich vielleicht gut dabei sind, wirklich auch hier mit guten Vorsätzen vorangehen, aber auf den unteren Ebenen, diese NGOs sind ja teilweise so weit verzweigt und so ja, sagen wir, undurchsichtig, dass das Geld einfach dann hier verschwindet. Und hier ist es zumindest so, dass aktuell plant man hier, das Demokratiefördergesetz soll mit 200 Millionen Euro ausgestaltet werden. Und zwar hier sollen Initiativen finanziert werden, Vielfalt, Toleranz und Demokratie. Aber wir wissen natürlich, laut dem technischen Verständnis von Lisa Paus und Nancy Faeser, bedeutet das im Großen und Ganzen, wie es ein Kommentar hier auch über Lisa Paus nicht zusammengefasst hat, gut zu leben in der Welt von Lisa Paus ist es dann, wenn du nicht weiß bist und wenn du kein Mann bist. Und bei Nancy Faeser bedeutet es, wenn du im Großen und Ganzen schon so weit links stehst, dass du im Grunde schon eigentlich, ja sag ich mal, einen Mitgliedsbeitrag bei der Antifa zahlst. Wir wissen alle, ist natürlich keine gesonderte Organisation, deswegen gibt es die Antifa ja auch nicht. Aber gehen wir zurück auf das eigentliche Thema, wo man auch ganz klar sagen muss, Demokratie leben, neuer Skandal jetzt an der Stelle. Hier, die Welt hat aufgedeckt, und zwar, wie Islamisten Zugang zu Demokratie-Leben-Gelder erhalten hatten. Und zwar geht es hier natürlich um durchaus natürlich den umstrittenen Imam Mohammed Taha Sabri von der Darash Salam Moschee in der Neuköllner Begegnungsstätte. Und zwar geht es hier hauptsächlich kurz zusammengefasst darum,
60 Schüler sollten an einem Förderprogramm Demokratie leben teilnehmen und damit Steuergeld erhalten. Das Problem: Der Projektträger ist indirekt mit islamistischen Milieus verbunden. Es mischt ein Imam mit, der schon mehrmals auffällig wurde. Und das ist im Grunde das Thema, wo man ganz klar sagt, hier gibt es natürlich diese ganzen Fördertöpfe, die hier im Großen und Ganzen verteilt sind. Über ja, kommen wir auch gleich noch dazu, über unzählige, ich glaube 7 oder 8 sind es auf jeden Fall, die auf der Seite eingeblendet werden, verschiedene, sag ich mal, NGOs, die hier in Deutschland irgendwas mit Demokratie machen wollen, wo man aber ganz klar sagt, es ist ja mehr als kritisch. Es geht jetzt um das Projekt und zwar Interkultur, also im Grunde Intercool und dann Tour, wie das Englische für Tour. Und zwar geht es hier um das Berliner Forum der Religionen. Und das ist durchaus spannend, weil natürlich hier das Projekt sollte hier unter dem Deckmantel der Religionen einfach stattfinden, weil natürlich hier im Großen und Ganzen dieses Forum der Religionen sollte in der, sag ich mal, ja, die, einfach die Demokratie, Zusammenhalt und Ähnliches natürlich hier fördern. Und hier wurden auch mittlerweile in Beamtenkreise, wurden hier laut dem Weltartikel auch an der Stelle hier auch kritische Stimmen laut, wo man sagt, also gab es so eine Zusammenstellung von Leuten, die haben gesagt, nee, eigentlich dürfen wir das ja gar nicht fördern, weil ganz so cool ist es ja gar nicht, weil nämlich auch in dem Zusammenhang diese Person auch im Verfassungsschutzbericht auftauchte und zwar hier mit dem Koordinierungskreises vertreten ist unter anderem Mohamed Tazabri, bla bla bla. Dreimal tauchte diese in der Berliner Verfassungsschutzbericht im Kontext der Muslimbruderschaft auf. Nach einem NDS-Klage darf der Verfassungsschutz nicht mehr erwähnen, solange seine konkrete Funktion in dieser Szene nicht geklärt ist. Aber zumindest auch hier nur mal so ein spannendes Thema. Wenn andere Personen, und da rede ich jetzt auch über bestimmte, sag ich mal, Moderatoren, Journalisten oder sonstiges, in einem Bericht nur erwähnt werden, dann werden sie komplett zerlegt. In anderen Bereichen hat man da jahrelang nichts davon gehört. Es ist natürlich auch so, dass man hier auch dann zugegeben hat, naja, diese NGOs wären mit der Gesamtsituation überfordert gewesen. Der Begleitausschuss, sage ich mal so, der wäre der Lage nicht Herr geworden. Am Ende ist es so, dass aus den Anti-Extremismus-Fördermitteln sind im Grunde hier 6.000 Euro zugestanzt worden. Und das ist ja durchaus, wie gesagt, keine ganz einfach geringe Summe. Was aber durchaus krass da ist, und zwar im Vorjahr flossen bereits 163.000 Euro, wo man auch ganz klar sagen muss, naja, da ist es doch kein Wunder, dass zumindest die Leute mal ein Kreuzchen machen sollen mit dem Antrag. Da muss ich auch auf das Video zurückkommen von Kolja gestern, der gesagt, naja, liebe Leute, also wenn ich nach Amerika will, dann muss ich auch immer dieses Esther-Formular ausfüllen. Ich meine, klar, die Fragen sind total lächerlich, aber wenn ich nach Amerika rein will, dann fülle ich diesen Schwachsinn einfach aus. Punkt aus, ganz einfach. Und wenn ich Geld vom Steuerzahler will, also sprich dein Geld, dann muss ich doch im Grunde nach den Regeln spielen. Und da muss man ganz klar sich auch die Frage stellen, was hier überhaupt dann auch gefördert wird. Denn spannenderweise, ist, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es auch ganz lustig, wenn man mal danach recherchiert, der spannendste Vorfall, und das ist ja das, was ich auch recht cool fand, und zwar gehen nämlich hier auch mit Blick auf die Antifa, da kommen wir auch gleich noch zu sprechen, wo ja, sage ich mal, an der Stelle hier der Vorfall war, damals 2020, wo man ganz klar sagt, 3 Männer haben, wurden auf dem Weg zu einer Demonstration hier mit Feuerschlägen und Tritten angegriffen. Das war auch dann später natürlich ein Redaktionsteam bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und man hat zuerst gesagt, ja, die bösen Rechten, weil das war ja so eine rechte Demo, im Grunde Mahnwache für das Grundgesetz, war eine böse rechte Demo. Lustigerweise wurden dann aber dieses Jahr natürlich diese Personen auch verurteilt. Leider natürlich nicht zu, wir haben nennenswerten Haftstrafen, sondern meistens so hier unter der Freundteilwirtschaft. Jetzt kommen wir aber zu was, wo ich ganz klar sagen muss, hier haut es mir wirklich mal wieder den Vogel raus. Ich muss bloß ganz laut machen. Und zwar hier sehen wir ja auch, wo die Probleme einfach auch schon bei uns sogar im Bundestag sitzen. Und da kann man ganz klar sagen, hört euch das einfach mal an. Wir brauchen ein Demokratiefördergesetz. Und ich bin es ehrlich gesagt leid, wie wir seit Jahrzehnten kämpfen darum, dass NGOs und Antifa-Gruppen, die sich engagieren, immer um ihr Geld ringen und von Jahr zu Jahr nur Arbeitsverträge abschließen können, meine Damen und Herren. Das reicht nicht. Sie müssen eine verlässliche Finanzierung haben. Wir sind es leid, dass zwischendurch einigen das Geld gestrichen wird. Das Geld gestrichen wird, meine Damen und Herren, dann wird es wieder angeglichen, dann reden Sie über ein Demokratiefördergesetz. Wir wollen dieses Gesetz endlich haben. Es gehört mit in den Teil Bekämpfung des Rechtsextremismus. Genau.
Und das ist durchaus hier der spannende Punkt. Hier nochmal der Text runter, und zwar: Wir brauchen ein Demokratiefördergesetz, und ich bin es, gesagt, leid, wie wir seit Jahren darum kämpfen, dass NGOs und Antifa-Gruppen, die sich engagieren, immer um ihr Geld ringen müssen. Wir springen nochmal eine Seite zurück hier auf die Seite übrigens, www.verfassungsschutz.de. Hier Beispiel für antifaschistisch motivierte Gewalttaten. Und wichtig, das waren keine bösen Rechten, die da damals angegriffen worden sind, sondern das war ein Redaktionsteam des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die dort im Grunde über diese Rechte, ganz einfach Corona-Demonstration teilgenommen haben. Unabhängig davon, wie man zu Corona steht, wie gesagt, no hate an irgendjemanden. Aber an der Stelle, das ist, wie gesagt, das, was auch Frau Künast hier im Großen und Ganzen ganz klar sagt: Man muss mit Steuergeldern so etwas finanzieren. Jetzt kommt man natürlich hier so weit und sagt ganz einfach: Okay, ja, Antifa, bla bla bla, sind ja bloß die, die halb Hamburg damals, ich glaube 2016 war es, irgendwie sowas, in Schutt und Asche gelegt haben. Völlig vergessen. Wie gesagt, Hamburg, Olaf Scholz, Cum-Ex, Peter Tschentscher, dann jetzt der Elbtower, eine Milliarde, mein Gott, alles egal. Waren ja auch, wie gesagt, bloß die Autos von den ganzen Geringverdienern, die sich keine Tiefgarage leisten konnten, die ganzen teuren SUVs, Porsche und sonstiges, die stehen ja in der Tiefgarage irgendwo unten drin, aber da hat man halt einfach mal so ein paar Autos von Geringverdienern angezündet. Sorry, wie gesagt, no hate an der Stelle, war ein bisschen übertrieben jetzt gerade, aber das will Frau Künast mit Steuergeldern finanzieren, was dann auch über das Demokratiefördergesetz läuft. Denn ganz klar, Verfassungsschutz listet auf seiner Seite hier, was antifaschistische Gewalt ist. Jetzt gehen wir auf das Thema Projekt Leben und sehen zwar auch hier dieses Thema Linksextremismus, was ich auch ganz spannend fand, aber über das Demokratiefördergesetz redet man immer nur über Rechtsextremismus. Also sprich, im Großen und Ganzen, liebe Leute, weniger demonstrieren, mehr Hamburg irgendwie in Schutt und Asche legen, einfach irgendwie mal Leute vom öffentlichen Rundfunk angreifen, Schwamm drüber. Aber wie gesagt, auch hier ein Thema, was ganz klar gesagt worden ist, mit Blick auf diese Muslim-Thematik, ganz klar weiter unten heißt es: Es ging hier auch gewisse Doppelstandards, die hier der Herr Kohnen dann angesprochen hat, und zwar das Forum Religion, das ist nochmal was dazu. Bezirksbürgermeister Koch sagt: Welt wirken in anderen Gremien und das Verhältnis zu deren Mitgliedern habe man nicht zu bewerten. Kein Antrag werde schon deshalb abgelehnt, weil es zwei Personen im Hintergrund mal auffällig geworden sind, bei keiner Form des Extremismus. Kohnen spricht aber hier von Doppelstandards. Ich bin mir sicher, wenn ein Vertreter eines Trägers bei einer vergleichbaren Organisation aus dem rechtsextremen Spektrum aufgetreten wäre, so wäre die Resonanz darauf eine andere gewesen. Und auch das bestätigt natürlich den aktuellen, ich sag's mal, Berechnungsfehler, hier auch zum Beispiel des öffentlichen Rundfunks, in dem Fall ist es der Bayerische Rundfunk gewesen, wie man hochgerechnet hat, wie viele Rechtsextreme hier aufgrund der, sagen wir, Zirkelschlussthematik hier plötzlich im Bundestag vertreten sind. Und da muss ich ganz klar sagen, bevor man so ein Demokratiefördergesetz hat, dann sollte man sich doch eigentlich eher mal den Bundestag anschauen und sich überlegen, ob so Personen wie Frau Künast, die ja eigentlich auch, vereidigt worden ist an der Stelle hier, als Spitzenbeamtin, das ist nicht Spitzenbeamtin, Entschuldigung, Spitze muss weg, als Bundespolitikerin. Und da ist es doch so, dass man eher sagt, hier eine gewisse Leitkultur wäre doch der erst sinnvoller. Ich meine, das Thema Leitkultur wird seit Jahrzehnten diskutiert, in linken Milieus immer gerne zerlegt, aber man muss doch ganz klar eins sagen, was ich relativ spannend finde, und zwar, das ist im Großen und Ganzen der Satz, der, finde ich, der für dieses Thema am prägendsten ist: kulturelles Minimum definieren und einhalten. Und zwar an der Stelle: Die multikulturelle Gesellschaft ist dann eine erfolgreiche Gesellschaft, wenn sie Gemeinsamkeiten hat. Wenn sie keine Gemeinsamkeiten, scheitert sie zwangsläufig. Es gäbe es etwa nur mangelnde sprachliche Integration, sei dies genau multikulturelle Gesellschaft, wie sie zum Scheitern verurteilt ist, auch ja bereits schon ist im Grunde, Vergangenheit mittlerweile. Sprachfähigkeiten seien das kulturelle Minimum, das Kinder, junge Leute, Heranwachsende, Erwachsene brauchen, um in der Gesellschaft Erfolg zu haben. Multikulturelle Gesellschaften scheitern, wenn sie auf jedes kulturelle Minimum im Umgang miteinander verzichten. Multikulturelle Gesellschaften kann ein großer Gewinn sein, wenn sie dieses kulturelle Minimum gemeinsam definieren und das auch einhält. Und da sind wir natürlich wieder bei dem Thema, dass man sich auch eine Frage stellen muss: Naja, wer bezahlt hier eigentlich
wen? Und ganz klar ist an der Stelle natürlich, dass Politiker wie Nancy Faeser, Frau Künast, aber natürlich auch diese ganzen NGOs und diese ganzen, sage ich mal, Hate-Kapitalismus und sonstiges Reiche besteuern, wo ich wieder so Kommentare lese, habe ich hier schon für ein späteres Thema noch was rausgesucht, aber wo man ganz klar sagen muss, hier ist zum Beispiel auch der Punkt, das ist ein Kommentar hier, den ich später noch rausholen will. Wo war jetzt? Hier oben war er, glaube ich. Jetzt finde ich nicht. Aber hier unten war noch, genau hier. Falsch, die CSU betreibt rein Populismus, Bürgergeldbetrug 500 Millionen im Jahr versus Steuerbetrug 250 Milliarden im Jahr, finde den Fehler. Also nicht nur, dass hier gerne mal immer von diesem krassen Whataboutism gesprochen wird, was übrigens mittlerweile im, ich sag's mal, linken Milieu durchaus Standard ist, aber es ist ja auch so, dass ich sage, was weiß ich, wenn ich ein kleineres Übel habe, dann bekämpfe ich nicht das kleinere Übel, weil es gibt ja ein größeres Übel. Also, man könnte im Großen und Ganzen sagen, hey, liebe Leute, wir streichen euch einfach komplett das Bürgergeld, jegliche Sozialleistung, Rente gibt es auch nicht mehr. Warum? Es gibt noch keinen Weltfrieden. Also, das ist im Grunde so eine dämliche Aussage, die man wieder sagt. Warum kann man hier nicht gegen, hier zum Beispiel Bürgergeldbetrug, wo wir auch sagen, hier mit Blick auf die Steuergeldverschwendung von zum Beispiel solchen antidemokratischen Gesetzen, die auch den Steuerzahler am Ende Millionen kosten, dagegen vorgehen, weil es gibt ja noch was Höheres, es gibt noch ein schlimmeres Übel. Und dieses ist im Grunde was, wo man sagt, daran merkt man, ob man es mit Demokraten zu tun hat oder nicht, denn für mich sind all die Themen, auch dieser Steuerbetrug, im massiven Fall, finde ich auch, wie gesagt, in vielen Fällen nicht in Ordnung, solange es natürlich sich hier um Steuerhinterziehung handelt, im krassen Sinne. Man muss es immer unterscheiden zwischen Steuer, ganz einfach Gestaltung und Steuerhinterziehung. Das sind zwei völlig unterschiedliche Themen. Steuergestaltung kann jeder Arbeitnehmer auch durchführen, was ja auch legal ist. Steuergestaltung ist legal. Diese Gesetze wurden vom Gesetzgeber geschaffen. Aber zum Beispiel Steuerhinterziehung ist was anderes. Aber auch da muss man ganz klar wieder sagen, wieso sollte ich nicht gegen Bürgergeldbetrug, den man übrigens leichter bekämpfen kann, wenn man sagt, okay, jede Woche oder alle zwei Wochen musst du beim Amt sein, wenn du nicht da bist, Streichung, Punkt aus. Das ist im Grunde die erste Möglichkeit. Und da kann man leichter eingreifen und ich sage es mal so, da will ich immer Cem Özdemir, ich weiß nicht, der ist, wie gesagt, der kämpft, glaube ich, auch um den Titel für den schlechtesten Politiker 2024 mit seiner Aussage, das sind doch bloß ein paar tausend Euro. Nein, das sind 500 Millionen Euro, um die es hier auch geht. Und da sind es jetzt beim Demokratiefördergesetz 200 Millionen. Und da muss man ganz klar sagen, wenn man schon etwas fördern will, dann bitte natürlich auch umfangreich und ohne Scheuklappen. Denn wie gesagt, das könnte man eher sagen, haben die vielleicht alle den Scholz gemacht und waren auf dem linken Auge blind. Ganz klar ist am Ende, ich hoffe natürlich, dass am Donnerstag soll ja die Abstimmung stattfinden zum Demokratiefördergesetz, dass sich die FDP hier wirklich mal daran hält und wirklich liberal an das Thema rangeht. Und vor allem auch natürlich meines Wissens, ich weiß nicht, ob es die Rechtsanwaltskammer war oder auch der Bundesverfassungsschutz, nicht der Verfassungsschutz, Verfassungsgericht, Entschuldigung, auch schon gesagt hat, es braucht kein allgemeines Gesetz, was im Grunde Demokratie darlegt. Denn wie gesagt, dafür ist das Grundgesetz da. Was ist deine Meinung? Sollen wir diese 100 Millionen oder mehreren 100 Millionen in die Hand nehmen und die Demokratie fördern? Oder lassen wir es eher und leben einfach demokratisch weiter? Was ist deine Meinung? Schreib es uns unten in die Kommentare.